Aloha und ganz herzlich willkommen zum Neumond-Engel-Orakel für den Neumond am 17. September. Und die Neumond-Energien, die ja für Neubeginn, Neustart stehen, wirken so circa 2 bis 3 Tage vorher, aber auch noch 2 bis 3 Tage danach intensiv, aber auch während der nächsten beiden Wochen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute die Karten so ausgesucht und so hingelegt, dass wir oben wieder eine übergreifende Energie haben, wie so eine Dachenergie für uns alle. Und dann gibt es die Auswahlmöglichkeit zwischen I am Peace und I am Creative. Ich bin Frieden oder ich bin kreativ. Jetzt ist es natürlich so, dass du sowohl friedlich sein kannst, als auch kreativ. Aber schau einfach, welche Seite dich mehr anzieht. Vielleicht auch, welche Karte dich da mehr anzieht. Oder vielleicht sind auch auf beiden Seiten Informationen für dich. Lass dich da einfach, ja, ganz entspannt von deiner Intuition leiten, und wenn du gar nicht weißt, dann schau dir einfach beide an und schau, welche Informationen dich am meisten ansprechen. Man muss da nicht immer so ein großes Ding draus machen. Okay, und bevor ich jetzt mit dem Neumond-Engel-Orakel beginne, möchte ich dich noch ganz, ganz herzlich einladen zum Goddess Awakening Circle Kosmische Quelle. Der Goddess Awakening Circle ist ein Kreis von erwachenden Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttinnenkraft und spirituellen Fähigkeiten noch mehr zu erwecken und zu verkörpern. Dieser energetische Kreis, der von der geistigen Welt und den Göttinnen, den Erzengeln, mit Healing Frequency unterstützt wird, findet rund um den Vollmond statt. Und diesmal ist die Qualität die kosmische Quelle. Und diese Qualität oder das Thema habe ich bereits während des vergangenen Goddess Awakening Circle erhalten. Und ja, ich bin selber sehr bewegt, sehr berührt, denn die kosmische Quelle ist die Essenz allen Lebens. Sie entspringt aus dem Zentrum des Universums und speist alles, was ist. Gemeinsam tauchen wir tief ein in die Frequenzen der kosmischen Quelle, die nie versiegt. Wir finden diese Quelle auch in uns. Aus ihr dürfen wir jetzt das Licht, die Liebe, den Frieden und die unbändige Kraft schöpfen. Begib dich jetzt an den Ursprung der Quelle. Und die Göttinnen, die als Schirmherrinnen diesen Goddess Awakening Circle begleiten, sind Mutter Maria, die nicht nur die Mutter von Jesus war, sondern auch Tempelpriesterin und Eingeweihte in Energieanhebung, Soraya, die Göttin der Sonne und der Sterne, und Saraswati, die indische Göttin der schönen Künste und der Kreativität, die uns bei allen Formen des künstlerischen Ausdrucks hilft, begleiten uns bei unserem Transformationsprozess und lassen uns die kosmische Quelle in uns reaktivieren, damit wir zur besten Version von uns selbst werden, die Göttin in uns verkörpern können und andere Menschen mit unserem Licht inspirieren. Lass die innere Quelle deiner Kreativität und Liebe unaufhörlich sprudeln. Erfreue dich an deiner grenzenlosen schöpferischen Kraft. Erwarte und empfange die Wunder, die auf dem Weg zu dir sind. Erkenne, dass auch du das Wunder bist. Tauche ein in die Wärme deines Herzens. Geben uns die Göttinnen mit auf den Weg. Und der Goddess Awakening Circle Kosmische Quelle findet statt vom 29. September bis zum 3. Oktober 2020. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn du dabei bist. Alle Informationen dazu findest du unter dem Video. Und dann lass uns jetzt mit dem Neumond-Engel-Orakel-Reading starten. Und wie immer decke ich zuerst die kollektive Energie auf. Und wir schauen uns mal an, was uns die geistige Welt als übergreifende Energie
zukommen lässt, welche Informationen, welche Energiefrequenzen. Ich decke jetzt einfach mal alle drei auf. Und interessanterweise zeigt sich in der Mitte Aphrodite, die die innere Göttin verkörpert. Und für mich ist Aphrodite ja die Göttin der Göttinnen. Und in der römischen Mythologie heißt Aphrodite Venus. Und sie verkörpert ja das pure weibliche, Sexualität, Fortpflanzung, Liebe, Schönheit. Und Aphrodite sagt uns, erwecke die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust. Und es geht wirklich darum, unsere innere Weiblichkeit und die weibliche Weisheit, die Schönheit an die Oberfläche treten zu lassen. Auch wenn du ein Mann bist, hast du diese weiblichen Qualitäten in dir und diese Qualitäten sind jetzt und in der kommenden Zeit mehr gefragt denn je. Denn es ist die innere Weiblichkeit, die uns nährt und mit den intuitiven Aspekten, intuitiven Prinzipien leitet. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, diese weiblichen Attribute, diese weiblichen Energiequalitäten anzuerkennen und zu feiern und auch die wirklich unser ganzes Leben leiten zu lassen. Das bedeutet nicht, dass die männlichen Aspekte weniger wert sind. Die sind genauso viel wert, aber es ist eine andere Qualität, es ist eine andere Energiequalität. Und tatsächlich ist es so, dass die weibliche Energiequalität führt in einer Art und Weise durch die Intuition werden Informationen empfangen, die dann durch die männliche Energie auf die Erde gebracht werden können und wirklich ausgeführt werden können. Und die männliche Energie hält auch diesen Rahmen und den Raum, damit sich die weibliche Energie entfalten kann. Also beide Energien müssen zusammenspielen, aber keine ist mehr oder weniger wert. Und das gilt es jetzt auch anzuerkennen. Und deswegen wird sich auch in der kommenden Zeit in unserer Welt auf dieser Erde sehr viel ändern. Der sehr männlich dominierte Lifestyle oder Lebensphilosophien oder auch Einstellungen und Strukturen sind nicht mehr haltbar. Das klingt vielleicht erschreckend, vielleicht ist es aber auch das, auf das wir die ganze Zeit gewartet haben. Und es ist nicht beängstigend, es ist nur dann beängstigend und unangenehm, wenn wir Widerstand gegen Veränderung und gegen das Neue haben. Und auch das dürfen wir jetzt loslassen. Und am besten hilft uns dabei die Verbindung zur Natur. Die Pegasus-Einhörner schicken uns nochmal die Energie der Natur. Grün ist ja auch eine Farbe der Balance, wo Gelb und Blau zusammenkommen. Gelb als warme Farbe, Blau als kühle Farbe und beides zusammen ist die perfekte Balance. Und es ist ja auch so, dass Erzengel Raphael, der ja der Engel der Heilung ist, auch diese smaragdgrüne Energiefarbe hat oder uns sendet und auch immer wieder sagt, es ist so wichtig, dass wir in die Natur gehen. Nicht nur, weil wir dann einfach diese reine Luft atmen können, die Sonnenstrahlen, die Energie der Sonne empfangen können, uns auch vom Wasser klären lassen können, sondern auch diese grüne Farbe der Natur, in der Natur ist ja überall grün, harmonisiert unser Energiesystem. Und in der Natur können wir uns auch viel mehr mit uns selbst verbinden, mit unserer Mitte und uns natürlich auch viel besser erden, also mit unserer aktuellen Heimat verbinden, Mutter Erde. Das ist super wichtig, damit wir wirklich in unserer Mitte sein können und diese weiblichen, männlichen Energien verbinden können und noch viel mehr unserer weiblichen Intuition vertrauen können und ja, ihr auch folgen können. Und dann zeigt sich noch
Erzengel Haniel mit den Mondzyklen. Für mich ist Erzengel Haniel tatsächlich auch weiblich, hat eine weibliche Energie, aber das ist sehr subjektiv. Also für dich können alle Engel eine weibliche oder eine männliche Energie haben. Schau einfach, wie du das wahrnimmst. Und Erzengel Haniel sagt uns, achte darauf, wie der Mond deine Energie und Manifestationen beeinflusst und mach das Beste aus diesen Zyklen. Ja, ich fühle mich ja auch inspiriert, um den Vollmond, diesen Goddess Awakening Circle zu machen und um den Neumond herum eben dieses Reading, dieses Oracle Card Reading, weil ich das für mich selber feststelle, dass der Mond uns einfach beeinflusst und uns auch wundervolle Energie schickt, die wir nutzen können. Beim Vollmond geht es vordergründig um das Loslassen und beim Neumond um den Neubeginn, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass der Vollmond auch eine ganz magische Energie hat, wie auch der Neumond, naja, eigentlich beide Phasen. Es ist aber auch wichtig, diese Zyklen als unterschiedlich zu erkennen, genauso wie die weibliche und die männliche Energie unterschiedliche Energiequalitäten sind. Auch unser Körper, also nicht nur der weibliche Körper, sondern der Körper unterliegt auch Zyklen, teilweise beeinflusst von diesen Mondzyklen. Aber du merkst es ja selber, es gibt Phasen, wo du eher energiegeladen bist und Phasen, wo du eher vielleicht müde bist, dich zurückziehen möchtest. Achte darauf. Wunderbar. Und interessanterweise sind ja auch bei Erzengel Haniel drei weiße Tauben, also Friedenstauben. Wunderbar. Ja, und interessanterweise habe ich ja auch hier I am Peace gewählt und I am Creative ist für mich auch ein Ausdruck von Frieden. Du kannst nur wirklich kreativ sein, wenn du wirklich auch in dir ruhst. Dann ist es eine Kraft, die einfach zum Ausdruck gebracht werden will, wie auch immer. Ja, ganz wundervoll. Okay, dann starte ich jetzt mit der linken Seite und decke da auch mal alle Karten auf. Sehr kraftvoll, gleichzeitig so ganz friedlich. Und Erzengel Michael erinnert uns, wer wir wirklich sind. Du bist ein mächtiges, liebevolles und kreatives Kind Gottes. Du wirst zutiefst geliebt. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber manchmal ist ja so im Alltag, vergessen wir wirklich, dass wir ein Kind Gottes sind, im Sinne von, dass wir auch diesen göttlichen Anteil in uns haben, dass wir ein Teil von Gott sind. Wir fühlen uns dann so ein bisschen hin und her gestoßen von den komischen Umständen, manipuliert und vergessen unsere Kraft und auch unsere Liebe. Und wir vergessen auch, dass wir im Grunde zutiefst geliebt sind, schon immer geliebt waren und immer geliebt sein werden. Und all diese Illusion von dem Getrenntsein von der Liebe, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sich nicht geliebt fühlen, die sich haltlos fühlen, die Dinge nur machen, um geliebt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie vielleicht in der Kindheit diese Liebe nicht erfahren haben von ihrem Umfeld. Aber eigentlich ist auch das nicht wahr im Sinne von einer übergreifenden Wahrheit. Im Grunde, wenn wir von Anfang an in einer Gesellschaft aufwachsen würden, in der uns vermittelt wird, dass wir verbunden sind mit allem, was ist, dass wir ein Teil dessen sind, dann wüssten wir auch und würden das auch fühlen, dass wir geliebt sind, dass wir nie getrennt sind von irgendetwas, dass es niemals irgendeinen Mangel in uns gibt. Niemals. Auf spiritueller Ebene ist das so. Dennoch ist es natürlich auch ein Spielfeld, das wir hier haben auf der Erde, wo uns eben das so vermittelt wird. Aber über diese Illusionen und über diese trennenden
Strukturen dürfen wir uns jetzt hinaus entwickeln. Und dann zeigt sich Buddha und sagt: Ich schenke allen Wesen mein Mitgefühl. Und Mitgefühl ist ja so etwas, ein Aspekt von Frieden und Liebe. Und es ist die Akzeptanz, dass andere sich anders fühlen können. Und wir betrachten sie dennoch mit den Augen der Liebe. Mitgefühl ist aber nicht Mitleid. Setze deine Grenzen, du musst nicht mitleiden. Leiden ist überhaupt und Schmerz ist überhaupt auch eine ganz komische Erfindung hier auf der Erde von bestimmten Institutionen, Strukturen, die uns nicht nützt. Mitgefühl ist einfach ein Verständnis dafür, dass Menschen dazu neigen, leiden zu wollen, Schmerz empfinden zu wollen. Es geht darum, jetzt einfach allen Wesen unser Mitgefühl zuteilwerden zu lassen. Und dann zeigt sich hier The Void, die Leere. The Void ist auch sowas wie eine Lücke. Und es ist tatsächlich der Dark Moon, also der Neumond, wo es gar kein Licht gibt. Und da liegt auch, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, so eine Frau unten, die wie so im Schlaf liegt. Und ich schaue auch noch mal in dem Büchlein, was dazu steht. Deine Zeit, dich auszuruhen und dich wieder aufzufüllen, ist gekommen. Lass alles los, was dir nicht länger dient, und höre auf, in Widerstand zu gehen. Die Leere, die Stille ist eine Zeit der Möglichkeiten. Es ist nicht einfach nur Dunkelheit. Es ist so, als würde in der Dunkelheit auch das ganze Universum des Lichtes liegen und alle Möglichkeiten da sein. Und es gibt gar nicht zu befürchten, was passieren könnte, wenn wir loslassen. Weil mit jedem Loslassen werden wir leichter und freier und es ist viel mehr Platz für das Neue da. Und dann zeigt sich noch die Star Family. Das war auch in den Today's Oracle Cards, die ich täglich auf meinem Instagram und auf meinem YouTube-Kanal poste. Ich glaube, es war eine vor 2, 3 Tagen eine Karte, die schon sich gezeigt hat. Und hier wird gesagt, du bist Teil eines Teams von Seelen, die einfach da sind, um das Licht auf der Erde zu verankern, das Licht über die Erde zu tragen. Und du musst nicht immer alles alleine machen. Hier steht auch noch Call in Support. Hol dir Unterstützung. Also rufe ruhig deine Star Family oder Soul Familie zur Unterstützung. Das können die Engel sein, das können die Göttinnen sein. Es kann aber manchmal auch sein, dass es um ganz reale Hilfe geht. Also wir müssen nicht alles alleine machen. Wir können uns sowohl die geistige Unterstützung als auch wirklich reale Unterstützung erbitten. Ich lasse übrigens unter dem Video die Links zu den Orakelkarten da. Also falls dich ein Deck interessiert, kannst du da mal schauen. Wow, wunderbar. Lass immer den Buddha oben liegen. Und dann geht's auf die rechte Seite. Bin ich jetzt auch gespannt, was sich da zeigt. Es ist ein bisschen eine andere Energie, aber dennoch ähnlich kraftvoll und ja, inspirierend auch. Und zuerst zeigt sich Erzengel Haniel. Nochmal Erzengel Haniel, der ist, oder sie ist ja schon oben
bei den Mondzyklen. Und jetzt geht es um die Leidenschaft. Vertraue und folge deiner wiedererwachten Leidenschaft, sowohl in deinem Liebesleben als auch in deinem Beruf. Also es geht um deinen Herzensweg, dass du den mit Leidenschaft gehst, beschreitest. Es geht aber auch um eine gesunde Sexualität. Und das betrifft uns übrigens alle. Das, was wir größtenteils als Sexualität leben, ist nicht so, wie es gedacht ist. Also es gibt ja auch ganz viele Filme und was wir alle so in den Medien sehen, da geht es ja auch sehr um eine, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie so eine ausgelagerte, auch von uns getrennte Sexualität. Also es geht um hart, schnell, also auch um so schneller, weiter, höher Attribute. Das ist aber damit nicht gemeint. Die wahre Sexualität ist tatsächlich eine energetische, die sich natürlich auf körperlicher Ebene auch ausdrücken darf. Und das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir wirklich auf dieser Erde gesund, körperlich, mental, emotional, spirituell gesund sein können, braucht es eine gesunde Sexualität. Und was manche Religionen oder die meisten Religionen uns ja so verkaufen, ist diese Abstinenz, die kann auch manchmal gut sein, um wirklich diese Energie auch zu bündeln. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Zölibat etwas absolut Widersinniges ist. Es ist was Unnatürliches. Und die sexuelle Kraft ist eine der stärksten im Universum. Es ist ja auch diese Shiva-Shakti-Kraft, ja, die männliche, die weibliche Energie. Und nur zusammen können wir was erschaffen. Die beiden Energien gemeinsam. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass wir unsere sexuelle Kraft, die ja auch was mit Kreativität zu tun hat, aber auch mit Frieden, wenn wir wirklich in uns ruhen, dann können wir diese unbändige Kraft wieder erwecken und da nach außen fließen lassen, in einer gesunden Art und Weise, ohne andere beeinflussen zu wollen, manipulieren zu wollen, uns unterwürfig machen zu wollen. All das ist nicht, ich sag's mal, gesund. Jeder darf bitte machen, was er oder sie möchte. Aber es ist nicht so, wie es gedacht ist. Es ist dafür gedacht, dass beide Energien gleichwertig in uns fließen und dass wir unsere Sexualität, auch die körperliche Sexualität, ausleben. Gut, schau einfach mal bei dir, wo du vielleicht noch deine körperliche Sexualität in einer Art und Weise, die dir gut tut. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auf dich achtest, wo du die vielleicht noch nicht so auslebst. Und in deinem Beruf, kann sein, dass es deinen jetzigen Beruf betrifft, kann aber auch sein, dass du jetzt immer mehr deiner wahren Berufung folgen darfst. Und wenn du jetzt sagst, naja, du bist jetzt an einem Ort, wo das sich noch nicht wie deine Berufung anfühlt, versuch dennoch aktuell zumindest einen kleinen Teil in deinem aktuellen Beruf zu finden, in deiner aktuellen Tätigkeit zu finden, die deiner Berufung entspricht. Da wird es immer etwas geben, irgendeinen kleinen Teil, ob das der Kontakt mit Menschen ist, ob das was Kreatives ist, ob du gut organisieren kannst, ob du gut darin bist, Sachen zu erschaffen. Dein jetziger Beruf wird später auch zum Teil das Fundament sein für deine Berufung. Zumindest die Erfahrung, die du da machst und was du lernst, das ist immer so, dass das wie so ein Werkzeugkasten ist, den du dann nutzen kannst für deine Berufung. Und dann zeigt sich hier die The Courageous Peony. Das ist ja die Christrose, die mutige Christrose. Mit vielen Facetten, ganz einzigartig. Und hier steht auch noch, let yourself be seen. Also mach dich nicht weiter unsichtbar, sondern lass dich oder zeig dich, genauso wie du bist, mit deinen vielen Facetten, mit deiner Einzigartigkeit. Du bist jemand, der andere Menschen tatsächlich inspirieren kann. Auch wenn du die linke Seite gewählt hast, bist du tatsächlich jemand, der andere Menschen inspirieren kann. Sonst wärst du nicht hier bei diesem Reading. Und ich persönlich liebe ja die Pfingstrose. Ich finde, dass die duftet so ganz besonders. Und einfach, weil die auch so viele Blätter hat, so ganz oft so voll ist, das zeigt die vielen Facetten. Und ja, ich schaue auch noch mal in einem
Büchlein nach, ob da noch weitere Infos dazu da sind. Inwieweit erlaubst du es dir selbst, mehr sichtbar zu sein in der Welt? Also jetzt ist die Zeit, dich wirklich zu zeigen, so wie du bist. Entweder auf deinem Herzensweg oder überhaupt. Es ist jetzt einfach Zeit, dass du viel mehr deine wundervolle, facettenreiche, wahre Natur zeigst. Dass du dich einfach traust, dich zu zeigen, so wie du bist. Einzigartig. Wir sind alle einzigartig. Aber vielleicht ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass du wirklich dich noch mehr zeigen darfst und auch wirklich auf deinem Herzensweg noch mehr zeigen darfst. Dann zeigt sich hier die Self-Reflection. Das hat auch hier damit zu tun, dass du wirklich dich selber so wahrnimmst, wie du wirklich bist. Und das, was dir von außen gezeigt wird, hat natürlich auch einen Grund. Also wie Menschen auf dich reagieren, hat ja immer mit dir auch zu tun. Da kannst du einfach nochmal schauen, welche Teile in dir noch nicht völlig in der Liebe sind und welche Teile du an dir auch noch nicht wirklich selber hundertprozentig annimmst, was natürlich auch ein Entwicklungsweg ist. Es geht aber auch darum, dass du dir nicht zu viele Gedanken um dich selber machst, dass du dir vor allen Dingen nicht zu viele negative Gedanken um dich selber machst, dass du die einfach hinter dir lässt, jetzt mit dem Neumond den Neubeginn wagst und dich einfach auch mal in einem Licht siehst, wie Gott dich sehen würde oder wie Gott, Göttin, wie auch immer dich sieht, als einzigartiges Wesen, das immer geliebt ist. Und vollkommen ist. Ich kriege jetzt auch so den Impuls, es geht darum, dass du mehr Zeit mit dir in der Stille verbringst. Ob das jetzt Meditation ist oder ob das auch in der Natur ist, dass du wirklich dich noch mehr in dich selber zurückziehst und da wie so deine stabile innere Mitte findest. Und dein wahrer Kern ist tatsächlich Kreativität, Liebe und Frieden. Und wenn dir irgendjemand was anderes einredet, entweder von außen oder dein innerer Kritiker, dann ist das nicht wahr. Und zum Schluss zeigt sich der Weg der Freude und die heilige Familie. Ich folge dem Weg der Freude. Die heilige Familie ist ja Shiva, Parvati und Ganesha. Ja, und es geht wirklich darum, der Freude zu folgen, die Freude als Wegweiser zu sehen oder die Freude auch als Wegweiser zu nehmen. Überall, wo die Freude ist, was dir Freude macht, das ist der richtige Weg. Und alles, was dir keine Freude bereitet, was sich nicht gut anfühlt, das kannst du lassen, loslassen. Es geht da auch darum, das gilt jetzt für alle, in Zukunft noch mehr darauf zu achten, was tut mir gut, was bereitet mir Freude und was nicht. Und auch Orte, Menschen, Freundschaften, Umfeld zu überprüfen, ist es in der Energie von Freude oder nicht. Und dann darfst du gehen, wenn es nicht ist und es hinter dir lassen. Und du musst da auch kein schlechtes Gewissen haben, sondern es geht darum, dass du dich an die erste Stelle setzt und dem folgst, was dir Freude bereitet. Es gibt da noch so einen Einwand. Und zwar manchmal ist es ja so, eigentlich widerspricht es ein bisschen, aber nicht wirklich dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist manchmal auch so, dass wir vom nächsten Schritt Angst haben. Ja, wir haben nämlich Angst vor Veränderung und Angst vor Entwicklung. Es ist sowas, was uns unsere Erziehung, aber auch das Umfeld und unser Ego ja vorgaukelt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn wir vor etwas Angst haben und wenn sich das nicht ganz so geschmeidig anfühlt, dass dann das trotzdem der richtige Weg ist. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du dennoch dem Gefühl der Freude folgst und es unterscheiden lernst, was sich wirklich
nicht gut anfühlt, nicht freudvoll, was wirklich deine Energie sich zusammenziehen lässt, was auch deinen Körper sich zusammenziehen lässt, was wirklich eine dichte, ungute Energie hat, die dich bremst und was zwar vielleicht im ersten Moment, wow, schwindelerregend ist und Angst macht, aber dahinter kannst du wie so einen Vorgeschmack der Freude empfinden. Und da geht es darum, wirklich das als deinen Wegweiser zu nehmen. Ja, wundervoll. Ja, dann hoffe ich, dass dich dieses Neumond-Engel-Orakel sehr inspiriert, dass du aus dem einen oder anderen Teil oder von beiden Seiten deine Inspiration rausnehmen kannst. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns beim Goddess Awakening Circle sehen. Alle Infos dazu, wie gesagt, unter dem Video. Und wenn dich dieses Neumond-Engel-Orakel inspiriert, dann freue ich mich auch sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du es auch weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannte, die sich ebenfalls gerne inspirieren lassen möchten. Natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.